So. Dieser Ort bietet wahrlich keinerlei Schutz. Wir können von allen Seiten beobachtet werden. Wir sollten Vorsicht walten lassen. Sarah wurde sowieso gerade aus ihrem Redefluss gerissen. Setzen wir unser Gespräch dort doch fort, nachdem wir ins Innere der Burg zurückgekehrt sind. An dem Ort, wo die Burgherrin besiegt wurde. Die Eingänge dort sind gut einsehbar und Überraschungsangriffe sind unmöglich. Das sind eine ganze Menge Befehle von jemandem, dessen Zahlung noch aussteht. Ich werde mich bogen, sofern diese Rechnung jetzt beglichen wird. Schon gut, suchen wir uns einen halbwegs sicheren Ort, dann sollten wir mal einen Äther haben. Lecker schmecker Äther. Ich hab doch. Das passt doch besser. Wobei ich. Ja, gut. Das habe ich gerade verpeilt. Ich vergesse immer, dass man nicht einfach durchfliegen kann. Das ist halt echt cool. Okay. Der knurrt nur. Er beißt nicht, er knurrt nur. Das Bild finde ich immer noch so unglaublich schön. Beute, die uns ins Netz geht, wird in den Kerkern erst geschwächt, bevor wir sie der Herrin servieren. Manieren hat sie das immer genannt. Ah ja. Manieren. Seltsame Manieren, aber ja. Das ist echt. Ja. Ja. Ich kann nicht ohne die Äther spenden eines anderen leben. Doch wo soll ich eine neue Herrin finden? Solche Pferdchen habe ich auch. Bin nur nicht ganz so. No. Irgendwie. Also. Mama Pferd, Baby Pferd. No. Irgendwie finde ich das gerade verdammt süß. Ja. Na ja. Hi. Große Ereignisse inklusive einer größeren Schlacht bahnen sich an. Wir empfehlen dir, genügend Zeit einzuplanen, damit du alle Inhalte in Ruhe genießen kannst. Juhu! Aber ihr habt zusammen mehr Köpfe. Ja. Ja. Eindeutig. Im Verlauf der bevorstehenden Schlacht wird dein Fortschritt an bestimmten Stellen gespeichert, Gott sei Dank. Solltest du zwischendurch unterliegen, kannst du den Kampf vom letzten Kontrollpunkt aus wieder aufnehmen. Sehr gut. Solltest du jedoch andere Auftragskämpfe bestreiten oder dich ausloggen, geht der gespeicherte Spielfortschritt verloren. Nö. Danke. Oh. Mal sehen, ob wir das bis 12 Uhr hinkriegen. Um 12 Uhr will ich dann den neuen Mage anfangen. Hier ist gut, oder? Dann den Äther, bitte. Also schön. Bei der Anfang wird mehr als genug dauern. Ich soll das bis 5 Uhr verschaffen. Okay. Och, nee. Jetzt ist mir mein Mal entfleucht. Der schon wieder. Den haben wir doch eben erst erledigt. Warum ist er noch am Leben? Ihr Narren!
Der Tod hat hier keinerlei Bedeutung. Ich kehre wieder, so oft es mir beliebt. Kenne ich irgendwoher. Der Tod hat keine Bedeutung? Ah. B. Natürlich. Im ersten Splitter brachte das Licht den Stillstand. Und so konnte in der großen Leere kein neues Leben entstehen. Gut, dass wir sie dabei haben. Mit der Dunkelheit jedoch die Bewegung. Dies gilt auch für Seelen. Sie finden auch im Tod keine Ruhe. Sofern der Äther der Seele also nicht verzerrt wird, kehrt diese wieder und wieder ins Leben zurück. Dein Äther sieht ebenso köstlich aus wie ihre. Was? Ja, das war ein Festmahl. Ich will mehr, mehr davon. Steht auf, meine Diener. Ich befehle es. Der ganze Spaß also nochmal von vorn. Schlagen wir sie nieder, so oft es auch sein muss. Bleibt aber nur, wenn... Na egal. Jetzt ziehen wir weiter, was er tut. Wir wären dir sehr verbunden, wenn du uns etwas zur Hand gehen würdest. Mein Lohn steht noch aus. Bis dieses Versprechen erfüllt ist, habe ich keinerlei Verpflichtung, euch zu helfen. Ach, ja... Kümmert euch selbst um ihn. Selbst wenn ihr unterlegen seid, labe ich mich einfach an eurem Äther. Wollen wir den Hindern nicht jetzt Bezahlung geben? Köstlichkeiten zu finden. Und ich dachte, diese Mission sei nichts als lästiger Zeitvertreib. Oh ja. Nun kommt! Schlürfen will ich ihn, euren verlockenden Lebenssaft. Okay, das klingt falsch. Das klingt verdammt nochmal sehr falsch. Oder ich bin einfach nur ein sehr zweideutiger Mensch, aber das klang falsch. Sagte sie. Lass die Brut nur kommen. Aber die Musik ist geil. Sag es immer wieder. Ihr beiden lasst euch nicht näher aneinander ziehen, ne? Nee. Ich hab's befürchtet. Kannst du nicht einfach den... Sauf es einfach auf. Kann ich da auch dort stehen? Entschuldigung, ist egal. Oh. Nein. Sie regenerieren sich viel schneller als... Versucht es nur und seht, wie er scheitert. Hm.
Zero, könntest du mal helfen? Friss sie einfach, nimm die als Bezahlung. Ja, da bleib doch mal stehen. Okay. So kommen wir nicht voran. Nee, wirklich nicht. Begreift ihr denn nicht? Ihr könnt nicht siegen. Ich mag diese Musik, ne? Ich habe noch mehr als genug Magie in mir, um das auf die Probe zu stellen. Gibt es denn keine Möglichkeit, ihn ein für alle Mal loszuwerden? Die gibt es schon. Aber ich sehe keinen Grund, euch davon zu erzählen. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, stehst du in unserer Schuld. Zero, dein Name. Gebe ich dir später auch noch den Äther, nachdem du verlangt hast, schuldest du uns ein Entgelt. Nach einem Namen habe ich aber nicht gefragt. Oh, du hast ihn bekommen. Ach, was soll's. Angenommen habe ich ihn ja dennoch, schätze ich. Ist jetzt halt Auslegungssache, ne? Ich hätte halt Nein sagen können. Gut, im Endeffekt war Ether abgemacht, aber egal. Sie lässt die Seelen der Nichtswesen kristallisieren. Na, das ist aber ein praktisches Manöver. Kommen wir noch zu Kristallen, komm. Ist es genehm so, ja? Äußerst genehm. Mit Zeros Hilfe können wir Skarmelione bezwingen. Oh, nö. Was fällt dir ein? Richtig. Mit dir habe ich ja auch noch eine Rechnung offen. Na ja. Auge um ich will Auge. Diese Rüstung haben. Ich will ihr Outfit als Glam. Jetzt. Sofort. Da gefällt mir sogar der Hut. Nach einigem Überlegen. Der Grund für meine Schuld tut nichts zu sagen. Doch mit diesem Kampf ist sie beglichen.
Sie sind zu Kristalle erstarrt. Woher nimmt sie diese Kraft? Ich werde euch genüsslich ausbluten lassen. Bitte nicht. Will ich auch aufpassen. Wie gefällt euch das? So semi. Nee. Weitere Nichtsgesandte. Erwischt. Können wir ihn nicht bezwingen? Ja, ich bin gut. Wir sind dabei. Eine weitere Schuld, die ich begleite. Ich bin gerade nur dezent hoch konzentriert. Also das. Gehen wir in die Voll. Ich fühle mich hier dezent unwohl, wo ich stehe. Beinahe wieder da stehen geblieben. Er ist semi gut geworden. Nein. Mm-hmm.
Ja, ich bin hier schon da. Jetzt oder nie, Freunde. Yay! Wie oft du mich niederstreckst. Ich stehe immer wieder auf. Wie? Mein Fleisch. Wieso? Was geschieht hier? Das wüsstest du wohl gerne. Der Äther, du sperrst ihn in Kristall. Ach, Memoria. Wie kommst du zu solch einer Macht? Ich sterbe in einer Welt, in der es den Tod gar nicht mehr gibt. Oh, Golbes! Ich hab's doch gesagt. Ich hab's du doch gesagt. Deine süßen Versprechen ins Verderben haben sie mich geführt. Ich hab's doch. Ich hab's doch noch gesagt. Ich hab es vorher prophezeit. Diese Parallelen halt, ne? Also wenn sie irgendwann Final Fantasy X noch mit reinbringen, dann bin ich mehr als gehypt. Gut, ich hab schon Anima. Will sie überstrapazieren. Ach ja. Da ist er. Ihr, die ihr nach Macht strebt, seid willkommen. Mein Name lautet Golbes. Hm? Danke. Hi. Es gilt, den Heiligen Krieg zu überdauern, der über uns hereinbrechen wird. Dazu bedarf es eines Heeres, das niemals die Schmach einer Niederlage spüren wird. Und ihr sollt an seiner Spitze stehen und uns zum Sieg führen. Nicht so schnell. Dein Versprechen hast du hoffentlich nicht vergessen. Wir folgen dir und du lässt uns den feinsten Äther schmausen. Selbstverständlich habe ich das nicht vergessen. Noch seid ihr zu schwach, zu zerbrechlich. So müsst ihr erstarken, um an meiner Seite schreiten zu können. Schöne Worte, aber bislang nur Schall und Rauch. Wo ist es denn, unser versprochenes Festmahl? So seht selbst. Oh nein. Rote Schwingen, spitzes Horn. Ach, und wie beseelt der Äther. Oh nein. Ein Schatz aus jener Welt. Labt euch am Äther dieses Drachen und erstarkt. Erhebt euch als meine vier Fürsten. Damit haben wir dann schon mal die Elementarfürsten. Es wird ihnen nicht gelingen, den Äther gänzlich zu vertilgen.
Dies soll uns kein Nachteil sein. Dieser Drache hat noch eine andere Rolle zu spielen. Ich hab's befürchtet. Nein! Armer Drache. Lass doch mal die Drachen in Ruhe. Nimm auf die armen Viecher. Auf die Alles in Ordnung? Verschwunden ist der Äther der Wesen nicht. Stattdessen scheint ihr ganzes Sein in Kristall geschlossen, gleich einem Siegel unserer Welt. Dieser Skamelione bezeichnete sie als Memoria. Du sprachst auch davon, nicht wahr? Von dem Krieg der Memoria. Ja, es ist die Macht, die meine Welt zerstörte. Ist man erst in Memoria verwandelt, gibt es kein Zurück, soweit ich weiß. Verstehe. Danke, dass du uns zur Seite gestanden hast. Ich war euch noch etwas schuldig. Für den Äther, den ihr nun zu bezahlen habt. Schon gut, schon gut. Bitte genieße ihn in Maßen. Wir wollen unsere Erkundung danach schließlich noch fortsetzen. Bei uns regiert schnöder Gil die Welt, hier scheinbar der Äther. Oh. Damit sind wir quitt, würde ich sagen. Und du? Du hattest wieder eine Vision, nicht wahr? Nein, achte gar nicht auf mich. Drache, sagst du? Ähnelte die Gestalt einem hohen Drachen, könnte es tatsächlich Ashtaya gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Was bedeuten würde, dass sie in die Hände der Nichtswesen gefallen ist? Golbes? Ist das der Rädelsführer? Es gibt viel, worüber wir nachsinnen müssen. Gönnen wir uns eine Pause, um unsere Gedanken zu sortieren. Okay. Ehe wir uns dem nächsten Schritt zuwenden, sollten wir uns einen Überblick über das verschaffen, was wir in Erfahrung bringen konnten. Zweifelsohne kann uns Zero die Wahrheit über den 13. Splitter erzählen. Wir haben sie ausgiebig verköstigt, also soll sie uns Rede und Antwort stehen. Jo, die Quest nehme ich auf jeden Fall noch an. Wo wir schon von Überblick sprechen, du warst schon einmal im 13. Splitter, richtig? Und hast diesen Nichtswesen bekämpft. Dass sie derart leicht wieder auf die Beine kommen, ist sie aber auch neu, oder? Sonst hättest du sicherlich vor unserem Aufbruch etwas davon erzählt. Vielleicht bin ich nicht lang genug geblieben, um es beobachten zu können. Wir sind ja damals einfach nur durchgerannt. Da mache ich dir keinen Vorwurf. Es kann tatsächlich sein, dass sie erst nach deinem Verschwinden wiedergekehrt sind. Skamelione hat das ja nicht anders gemacht. Aber falls nicht, muss es einen Grund dafür geben. Es gibt durchaus Szenarien, in denen wir nicht zurückkommen können. Soll ich euch davon erzählen? Unbedingt. Je mehr man frisst, desto stärker wird man auch, aber gleichzeitig nimmt man jede einzelne Seele in sich auf und trägt sie mit sich herum. Wenn man seinen Körper dann verliert, kann es durchaus vorkommen, dass all die Seelen aus einem herausbrechen und sich wieder zu eigenen Nichtswesen formen.
Oder aber der eigene Äther wird schlicht und einfach gefressen, bevor man sich vollständig regeneriert hat. Je stärker das Nichtswesen, desto länger dauert nämlich dieser Prozess. Alles in allem ist es keinesfalls eine Selbstverständlichkeit, dass man heil wiederkehrt. Gamione heilt sich jedoch erstaunlich schnell, ein Ausdruck seiner Macht nehme ich an. Können das andere auch? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Regeneration ist ein Element, wenn man so will. Vermutlich, wer zu seiner fleischlichen Hülle eine besonders enge Bindung hat. Die ist ihm wichtig. Ich glaube, das Konzept der Wiedergeburt haben wir nun verstanden. Als nächstes will ich mehr über deine Fähigkeiten hören, Zero. Und damit über die Memoria. Würdest du uns davon erzählen? Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich banne zu Äther gewordene Seelen in Kristall. Das habt ihr doch schon gesehen. Während des Memoria-Krieges beherrschten viele diese Macht. Aber inzwischen bin nur noch ich übrig. Wo wir schon vom Krieg sprechen. Ein junger Mann aus dem 13. Splitter erzählt uns, dass die Helden eurer Welt primär gegen Kristalle namens Orazithen schlossen. Sind damit ebenfalls Memoria gemeint? Von Orazithen habe ich noch nie gehört. Aber die Leute geben den Kristallen je nach Land und Region ganz unterschiedlichen Namen. Es klingt zumindest so, als sei es dasselbe. Muss ich gerade mal die neue Daily ausprobieren? Oh ja. Muss ich auch noch. Aber nicht mehr heute. Aber man hat ja Gott sei Dank mehr als genug Zeit. Bis zum nächsten Patch. Wie erlangt man diese Macht der Memoria? Und weshalb gibt es außer dir niemanden mehr, der sie beherrscht? So viel habe ich darüber ehrlich gesagt noch nie nachgedacht. Ich weiß nur, dass es Nichtswesen nicht möglich ist. Vermutlich gehorcht mir diese Macht nur noch, weil ich ein Halbwesen bin. Ich verstehe. Verzeih, aber ich muss dich auch etwas fragen. Mir geht es um diesen Golbis, den Adaria vorhin sah. Möglicherweise handelt es sich bei dem Drachen in seiner Gewalt um meine Schwester. Kannst du etwas über ihn erzählen? Seinen Namen habe ich schon irgendwo einmal aufgeschnappt, aber mich nicht weiter für ihn interessiert. Aber wenn er ein mächtiges Wesen mit großer Anhängerschaft ist, wird ihn in der Burg sicherlich jemand kennen. Dann werden wir unser Glück abermals mit den Burgbewohnern versuchen müssen. Oder vielmehr Adaria darum bitten, diese Sache zu übernehmen. Natürlich! Könnt ihr nicht mal selber losgehen? Deine Gabe verschafft dir hierbei den ausschlaggebenden Vorteil. Vor allem aber ist dein Blick weniger von Emotionen getrübt als der von Hydra. Dem kann ich wahrlich nicht widersprechen. Dürfte ich dich also um diesen Gefallen bitten, an meiner Stadt nach Golbis zu fragen? So uns das Glück heute ist, genügt vielleicht eine Runde durch den Burghof. Ich danke dir. Wir widmen uns unterdessen wieder den zahlreichen anderen Mysterien, die es zu entschlüsseln gilt. Yay! Huch, nein, nicht in den Chat klicken. Wie lang sind die noch? Okay. Ja, gut. Haben wir schon irgendjemand? Nee. Nur Luna. Ja. Na gut. Nee. Jung. Das Schlimmste ist, es kickt halt gerade beides, ne? Story wie auch das andere. Aber. Gar nicht, wie viel. Sehe ich nochmal, wie viel ich habe? Naja, hier. Ja, 3 Quests, wir sind jetzt bei der 4. Weißt du, wie viel es gibt? Aber. Ich würde sagen, wir lassen uns dann morgen überraschen. Weil ich will mir die Story auch so ein bisschen aussparen. Weil. Ich habe das Gefühl, sie ist so gut. Ich werde es bereuen, wenn ich sie wie beim letzten Mal in 1 durchspiele. Und ich finde es so schön, dass da endlich wirklich eine Quest steht. So toll. Ich gehe mal von aus, ich kann mich ausloggen, ohne dass ich hier rausfliege aus dem Ding, oder? Ich bleib bestimmt hier. Hoffe ich.
Ach, die Wasserkehrten, okay. So.